Los oder was? Heute heute Arsch gerade gezogen. Ich werde heute mein Boot los. Dafür angel ich da, wo keiner angeln darf. Hab mir Verstärkungen zugeholt. Den dicksten Menschen aus Münsterland. Carsten, komm mal her hier. Ja, komm mal her hier. Lass uns starten. Ja, über dem Boot habe ich gestern schon geangelt, da war nichts. Ihr seid ja aber auch nicht die besten Angler. Das stimmt natürlich. Du halt einfach mal deine Fresse. Ich sage nur GoPro, ich sage nur Akku-Pack. Mehr sag ich nicht. Hast du meinen Gurt mitgebracht? Was für ein Gurt? Mein Brustgurt. Ja, natürlich, was glaubst du denn? Du bist losgelaufen, alles im Auto. Ich bereite das Boot vor, weil du morgens nicht aus dem Knick kommst, weil ich erst alles von mir im Keller mühsam zusammenklauben muss, um überhaupt diesen Dreh zu ermöglichen. Du bist losgelaufen und wir haben wirklich alles eingepackt. Außer deine Ehre, die haben wir bei Helga gelassen. Welche Ehre, die hatte der noch nie. Ihr Drecksäcke. Und übrigens, Leute, Piepen ist vorbei. Danke für eure Kommentare. Wir sehen das genauso. Ab jetzt wird wieder nichts weggepiept. Ab jetzt kommen diese Ausdrücke wieder. Du bist eine richtige Fahne im Wind. Letztes Mal hast du noch gesagt, ah, wir müssen nicht wegpiepen. Ich sehe das genauso. Ich habe eine Vorbildfunktion. Du, ich habe vom Besten gelernt, Klimo. Ich habe vom Besten gelernt. Der meint nicht mich, der meint schon dich. Nicht nur ein Lappen, der neben mir sitzt, sondern auch noch hinten einer drin ist. Ist immer gut, hinten einen drin zu haben. Klimo, es schauen auch Kinder hier zu. Ach, jetzt auf einmal ist ja eine Vorbildfunktion. Wie schon viele erkannt haben, ich bin eine totale Maschine. Ich fahre sogar ohne, dass ich was sehe, weil mir der Platz hier behindert wird. Oh, jetzt, jetzt. Das ist eine Arbeitsallergie. Eine Arbeitsallergie, Alter, hat unser Leben noch nicht gearbeitet, der Typ. Deswegen bist du Angelgeräte-Fachverkäufer und ich bin professioneller Angelguide. Richtig, dafür muss man keine Ausbildung haben. Gut gemacht, Fred. Und so eine Drecksäcke kenne ich. Dann wisst ihr, warum ich so geworden bin. Früher war ich ganz anders. Ich komme hier aus dem Osten. Wussten ja einige noch nicht. Und da waren wir natürlich wohl erzogen. Aber der Bruns, das ist so eine Drecksau. Und hat mich so versaut, ich war früher ganz anders, ich schwöre. Du darfst ja aber nur 25 fahren. Ich habe ja auch nur gemacht, dass er kurz in Gleitfahrt kommt. Bin auch extra sanft angefahren, mein Lieber. Auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen Strecke vor uns und da sollten wir mal ein bisschen aus der Puschen kommen. Soll ich mir mit Dingen auseinandersetzen, die eh keinen Mehrwert haben oder irgendwie einen geistigen Inhalt? Geistiger Inhalt, das ist für ihn ein Fremdwort. Sowas wie Made in Germany oder so, das versteht er gar nicht. Versteh ich wohl? No, einfach Bipschner. Mama, Mama, mach mal Liersch. Das Erste, was er gemacht hat, als die Grenzen offen waren, hat sich erstmal eine Westdeutsche geschnappt. Da soll man mal einen erzählen, der wäre treu. Ja, ist doch kein Wunder, ihr bringt's auch nicht, ihr Wessis. Deswegen hat er sich eine Westdeutsche geholt. Merkt ihr das? Es macht einfach keinen Sinn, was der Mann erzählt. Sandy, ich bin ein Kind von dir! Aber der hat doch schon ein Kind von einem anderen! Macht's gut, Jungs! Das sind aber ein paar komische Leute, ne? Jetzt, wo er nicht dabei ist, kann man es ja mal sagen, ne? Weil der Sandy ist ein ganz schwieriger Charakter. Der kommt aus Berlin. Und, na, und mit der Berliner ist es halt schwierig. Kannst du nicht pfeifen? Pfeif mal! Ey, pfeif mal! Ich kann auch nicht pfeifen. Pfeif du mal. Ich kann auch nicht pfeifen. Pfeif nur mal. Du musst den Finger im Mund stecken. Du hast mich tausendmal belogen. Du hast mich tausendmal verletzt. Was viele Leute nicht wissen, ich bin ja nicht nur eine Maschine beim Angeln, ich bin ja auch ein begnadeter Sänger. Sherry, Sherry, Lady, living in emotion, living you emotion, living you my heart. Und das habe ich jetzt extra für Helga gesungen. Aber hast diesmal auch den richtigen Namen gesagt? Ich weiß ja wohl, mit wem ich verheiratet bin. Weil jeder Leutmensch hat ja Schwächen, ne? Und was ist deine Stärke? Du bist so ein Drecksack. Meine Empathie. Empathie kann ich besonders gut. Buchstabier mal Empathie. E-M-P-A-T-H-I-E. Muss ich prüfen. Kannst du machen. Im Gegensatz zu dir hatte ich noch Deutschunterricht. Da ist die Bootshalle Malchow. Da haben wir dann eine neue Fachwerkstatt für Tohatsu. Und da ich ja Tohatsu fahre, ist das natürlich für mich optimal. Werdet ihr auch gleich sehen, das ist wichtig aber hier. Boot wird gekramt, kommt in der Werkstatt durchsichtig gemacht alles. Kann sie dann nochmal abkächern.
Und das dauert natürlich ein Weilchen. Zeigen wir euch auch mal kurz, aber nur kurz, weil wir angeln ja. Und heute ist der Geile, ich werde mal unter der Boote schauen, ob da was geht. Ich bin ganz guter Dinge. Und so mal mit Carsten mit, weil wenn Carsten nichts fängt, weil Carsten ist eine Maschine, denkt er zumindest. Lassen wir ihn auch diesen Glauben, weil das ist immer besser. Zweite Abfahrt die noch und dann die nächste und da müssen wir rein. Ich weiß das ja. Ach, jetzt weißt du soweit, mein Kader wusste es nicht. Weißt du was, Klibo? Wenn du so weitermachst. Haben wir bei 50.000 Abonnenten. Ach, das wäre ein Hammer, ne? So, Leute. Macht alles. Zumindest sollen wir einmal die 10.000 knacken, sind ja nicht mehr so weit weg. Du musst besser betteln. Bettel geht dich. Soll ich mit Wein? Ja. Leute, ich bin alt. Ich bin Talamende. Abonniert den Kanal, teilt es. Bringt Leute, ich muss auch jemand auch mal in Rente gehen. Oh Mann, ey. Ist das Schwein dämlich. Wird Zeit, dass wir die 10.000 voll machen. Zeigen wir den Jungspund mal, wo der Frosch die Locken hat. Also ordentlich teilen, Video. Immer schön kommentieren, liken. Und jeden sagen, abonniert Fred Kotowski. Damit wir richtig schön viel Spaß haben werden. Haben wir noch ein paar richtig scheiß Ideen. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Nee, ich auch nicht. Oh Mann, ey. Aber ey, wenn du ewig nicht mehr da warst. Du warst letzte Woche hier. Ja, vom Ufer aus. Außerdem nicht letzte Woche, sondern vor 3 Wochen. Weil der gnädige Herr ja lieber in Berlin bleibt, anstatt herzukommen. Sei mal bitte ruhig, ich muss uns einmal schauen. Achtung, Achtung! Fred kommt! Du, hier wollen auch nur Leute schlafen. Sag Entschuldigung, Klimo. Mach da nicht. Kannst du dich jetzt mal bitte hinsetzen? Ich muss mich jetzt hier voll konzentrieren. Bist du nervös? Nö, warum? Warum soll ich nervös sein? Jetzt weißt du nicht, wie man ein Boot festmacht, ne? Das sehe ich schon. Das ist das Problem, Leute. Wenn du mit Anfängern unterwegs bist und Amateuren, dieses professionelle Verhalten, das man so am Tag legen sollte. Ja, ich bin schuld wegen deinem YouTube-Kanal, dass du deine Tour nicht machen kannst. Nee, nicht wegen dem YouTube-Kanal, aber weil du immer nicht weißt, wann du kannst. Nee, ich kann fast jeden Tag. Das sagst du jetzt so, wenn Jugendliche leicht sind. Eigentlich ist das schön hier. Aber der Regen hört auch gleich auf. Boot raus. Wir werden mal ein bisschen angeln gehen, ne? Richtig Bock. Da wird schon heller. Alter, komm, krieg gleich rein. Ich habe da noch so ein Quotenbessi mitgebracht. Er denkt immer, er ist ein geiler Typ und. Achso. Jetzt, wo er nicht dabei ist, können wir so reden. Warum redest du von dir in der dritten Person? Warum sagst du nicht ich anstatt er? Na, gucken wir mal an. Jetzt ist aber dicker wie der ganze Boot. Kotowski? Ja, hab ich bekommen, konnte ich auch nicht drauf antworten. Hab viel um die Ohren. Ich würde aber heute Abend antworten. Ah, der Termin steht. Tschüss. Du sagst immer, du hast so viel zu tun, aber meistens machst du nichts. Was haben wir gestern Abend gemacht? Nee. Wir waren produktiv tätig am Lenzer Kanal. Geilste ist natürlich hier, dass du eine Fachwerkstatt vor Ort hast, weil nichts ist besser, wie eine Fachwerkstatt zu haben. Ist auch mal ein Problem, was viele haben. Denken dann, oh, Motoren hole ich mir online. Nee, holt man sich immer beim Fachhändler vor Ort, weil da habe ich den Service. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Trotz Antifouling hat er Muscheln runter. Muss gleich mal abgekäkert werden, dann haben wir gleich wieder mehr Feuer. Bring mal die Taschen gleich mit! Dann brauchen wir die nämlich nicht dran. Ja, wir wollen den Leuten mal zeigen, wie du eine Story machst. Moin Leute, guck mal hier, Stalker am Werk. Hi! Weiß nicht, ob ihr schon wusstet, Bootshalle Malchow ist jetzt seit 1 oder 2 Monaten Servicepartner von Tohatsu Deutschland. Richtig geile Sache und für mich natürlich optimal. Warum ist denn das optimal für dich? Warum ist es optimal? Ja, weil du Geld dafür bekommst. Sag es doch. Sag es, wie es ist. Klar, na klar. Ich bekomme Geld dafür. Nee, weil ich eine faule Sau bin. Ja, und eine Dumme.
und eine Dumme, stimmt. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich manchmal vor mir selber Angst habe? An deinem Bein kann ich einen Weißabgleich für die Kamera machen. Der hat nicht jeder so eine schönen braunen Beine wie ich. Ja. Warum diskriminierst du mich jetzt schon wieder? Geh nach vorne bitte, Angel, ja? Interessiert keinen. Komm, hat sich erledigt hier. Ich angel hier nicht. Alles gut, komm. Nee. Die gefährlichsten Stellen sind die nee, besten. Nee, komm, runter. Ich weiß ja, dass du nicht willst, dass der Film in Produktion geht. Draußen waren ja Fische zu sehen. Ob es jetzt Barsche waren, weiß man nicht. Ja, und heute habt ihr schon gesehen, auf der Herfahrt, wie das Wetter ist. Ja? Kommt da noch was? Nee. Muss da mal was kommen? Nee, aber man muss nur einen Punkt setzen. Punkt. Alter, du den Drecksäuer, ey! Irgendwann ist das Boot ja fertig und wir geben noch nicht auf. Ich fahre nicht umsonst hierher. Umsonst war es ja nicht, aber die Durchsicht, aber... Und die war auch nicht für umsonst. Die war auch nicht für umsonst. Hast du Wechselwäsche mitgebracht? Ja, schlafe ich heute in dir? In mir wirst du ganz sicherlich nicht schlafen. Ja, Clemo, was machen wir jetzt? Produktplacement. Kriege nur 5% Rabatt. Mir geht eigentlich gar nicht. Unterstützen mich. Und dann können wir vielleicht irgendwann auch so einen Platz im Sichenheim leisten. Also immer Code Fred benutzen. Für was denn? Für die Better Fishing Box. Also wenn Adventskalender nicht mit Boost Fred bestellt, ne, der ist wirklich altersdiskriminierend. Die Weihnachtsbox haben wir auch noch. Genauso wie die Barschbox, Forellenbox, Thunderbox. Hast eigentlich mal alles drin, was man braucht. Und wenn die Fische nicht beißen wollen, kannst du eh nichts machen. Aber wenn sie beißen wollen, hast du immer einen richtigen Köder damit bei. Maxi, sag mal, könnt ihr das erkennen? Der Fred, der fährt vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen schneller über den See. Sieht man sowas? Aber auf jeden Fall. Fährt er ausschließlich nur schnell. Kann man da die Höchstgeschwindigkeit sehen, die Fred mal gefahren ist? Nein. Wie viel? 24. Aber zum Glück sind die Motoren dafür gebaut. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich fahre mal langsam. Ja, haben wir letztens gesehen. Wo? In jedem Video. Ja, weil du das so schneidest. Photoshop. Jedenfalls machst du das immer so, dass das so rasant aussieht. In Wirklichkeit bin ich wirklich einer der wenigen Verkehrsteilnehmer auf unseren Wasserstraßen, die sich so an Regeln halten wie ich. Das Ansaugsystem wurde verbessert und dadurch hat er einfach Unmengen an Leistung. Ja? Also Freddy kann das bestimmt bestätigen. Trümmersystem wurde abgeändert, dadurch hat er immer gleichmäßig Schub, egal ob aus unteren Drehzahlen, da kommt immer leichter Druck an. Könnte man jetzt nach so einer Wartung direkt Vollgas geben, oder? Ja. Der Motor ist eingefahren. Wollen wir ohne Bruns losfahren? Du, wenn ich meine Ware bestelle bei Kamotekel, ist am nächsten Tag zu Hause. Bei wem? Kamotekel. Kamotekel. Hast du eine Zwangsneurose? Normalerweise müsstest du jetzt hinstellen, einmal aufpolieren. Damit du einmal produktiv tätig bist heute. Normalerweise kaufst du einen Motor privat, den fährst du nicht runter. Das bohren sie durch Arbeit bedingt, aber mein letzter, da hatte 1400. Das ist ein Unterschied, ob ich halt gleich kalt los und Stoff gebe. Denn die Pelager, die immer nur vorwärts, rückwärts machen oder halt normal fahren, so wie ich. Ja, ich meine, erstmal schön warm laufen lassen, damit das Öl schön warm ist, damit alles schön durchgeschmiert ist. Und wenn Gas gibt es ja ganz anderes, ist genau wie mit einem Auto. Ich kenne keinen Menschen, der so viel Strafzettel hat wie er.
Stimmt doch gar nicht. Natürlich stimmt das. Beweist man doch das Gegenteil. Naja, ich lasse mich dabei wenigstens nicht filmen, so wie du. Weil du mich ja immer hinstellst, als wäre ich sonst was für ein Raser, was ich ja gar nicht bin. Meine Gäste wissen das ja auch. Die Leute, die bei mir jetzt schon mitgefahren sind, bestätigt mal, wie ordentlich ich immer auf dem Wasser bin. Ja wirklich, schreibt mal in die Kommentare, ob Fred rast oder halt nicht. Guck mich mal an, guck mir in die Augen und sag, dass du nicht schnell bist. Ich fahr nicht schnell. Gefällt sie dir, deine Schraube? Ja. Klar, macht mich total an. Bin schon ganz erregt. Apropos Maxi, haben ja einige gefragt, ne? Sind wir nachtragend? Nein, ne? Nein. Nein. Maxi, irgendwann, werden wir Fred nochmal verarschen. Viel Spaß dabei. Ich will der erste Influencer sein, der in Rente ist. In der Angelszene. Du bist Angelgeist, du musst liefern, Junge. Wie soll ich da hinten lose machen? Uiuiui, hier ist es gefährlich. Fred Kutowski-Touren, wir buchen, sie fluchen. Alter, guck dir das mal an hier. Ja. Paladin, so einen kleinen Mini-Spin-Mat mit 2,8 Gramm. Mal gucken, ob er Fisch bringt. Ich hatte jetzt Shatterbait drauf. Aber ich bin immer, ich werde mal was suchen. Kleine Gummis. Jetzt. Oh! Gerade ein Biss gehabt. Eindeutig Biss. Jetzt gerade ein Biss hatte. Kommt aber noch. So. Fischi. Oh, und 3, 4, 5 Stück hinterher gerade. So. Guck, der erste kleine Fisch ist da. Dankeschön. Da ist er. Ein Kleiner. Besser Kleiner als Keen. Ich hab meinen Gummi behalten. Sein gegönnt. Schwanzlutsche. Ja, das ist das. Sie kommen aus dem Westen und denken hier, die Ostfischer haben keine Gefühle. Oh, die werden immer größer. So. Also der Kleine. Schönen kleinen Kite-Deck-Köder, die Easy Steiner. Am 5 Gramm Kopf. Ja. Ah! Fuck! Oh. Passiert. Aber wir holen uns noch einen. Richtig frequent. Wer jetzt nichts fängt, ist selber schuld. Oh. Ja, hau mir noch Boot kaputt. So blöd zum Werfen ist er auch noch. Was viele Leute nicht sehen, mit was für Typen ich mir abgeben muss. Ne? Aber hast du schon mal sowas Aufgeräumtes bei mir gesehen? Noch gar nicht. Aber ich immer schön. Sieht wirklich gut aus. Ne? Dann habe ich hier eine für Oberflächenköder, das Nötigste immer dabei. Und die gibt es bei Kammertheke. Die gibt es bei Kammertheke. Link können wir mal eine Beschreibung reinsetzen, weil das, ich finde die Sache wirklich gut. Für euch auch noch welche. Alles mit unterschiedlichen Laufverhalten, verschiedene Größen. Darf ich den Zuschauern sagen, warum du so eine Box jetzt hast? Na? Weil letztes Mal, kannst du dich noch erinnern, wo wir den Köder gesucht haben und du ausgerastet bist und alle deine Köder durchs Boot geworfen hast? Ich glaube, da hast du gesagt, ich brauche mal eine gut sortierte Tackle-Box. Ja, vor allem, was am meisten nervt, ist immer, wenn du dann alles auseinandertüdeln musst. Ich meine, ich habe hier unten ja auch noch genug Zeug, aber nicht so in die Tasche reinguckt. Ich habe aber noch mehr bestellt. Aber hättest du nicht alles durchs Boot geworfen, dann hättest du auch nicht auseinandertüdeln müssen. Nur so ein Tipp von mir an dich. Ja, manchmal soll man auch auf den Teenager hören, ne? Guck mal, gewechselt. Ja. Guck mal. Da ist er. Da ist er, Leute. Aber wichtigste ist mir heute auch erstmal, Motor hat die Wartung bekommen. Zack.
habe jetzt hier einen kleinen Crankbait. Ganz dezent. Weil was hat der Victor zu mir gesagt? Eco-Gear, die sind günstig und die sind richtig gut und die laufen auch richtig geil. Zeit kommt noch, wo die richtig großen Barsche kommen, aber Laufverhalten ist wirklich top. Das ist immer eine Alternative zu den Norris-Köder, weil jeder Norris ist natürlich richtig Hammer, aber auch die sind richtig geil. Japan-Tegel, Original. So, jetzt geht's mal da hinten hin. Wir haben immer so richtig Glück beim Videodreh, Klimo. Das läuft bei uns beiden. Bei mir kriegen sie das, was Angelalltag ist. Wenn du wirklich jetzt so wie wir die... Opas. Oh, jetzt fehlen auch noch die Gummistiefel, die Pulle Bier. Aber bei Bier bin ich ja raus. Und... Weil ich muss auch mal als Vorbild vorangehen. Und deswegen trinke ich keinen Alkohol. Da habe ich andere auf die. Das ist vorsichtig, die nehme ich richtig. Das ist auch etwas nicht so schön. Kommt bei leichten Ködern. Was sollte man immer machen bei leichten Ködern? Immer die Schnur vor, immer straff ziehen. Lassen wir aber schön im Wasser ab. Kann die Schnur locker ab. Oh, super. Ja, wieder ein kleiner, aber diesmal auf den, ja, das kleine Spinmat-Format hier und Paladin. Ja, auch ganz cool. Das zweite Mal, ich werde bekloppt, aber gut, egal. Beim Hochheben hat er draufgeschossen. Ah, Schiss. Ich habe dich auf den Mittelpunkt zu drängen. So, wir werden euch auch mal richtig präsentieren. Darf er? Ich hebe hoch, bupp, das war geil, auch wenn er klein war. Ich würde sagen, wir versuchen es mal auf dem Plauer See, wenn nichts kommt, aber die Kleinen hier verangeln brauchen wir ja auch nicht. Da hast du auch wieder recht. Wenn die Großen nicht wollen, wollen sie nicht. Plauer nochmal schauen. Schön gemütlich rüber eiern jetzt. Schnell fahren dürfen wir eh nicht. Ich bin dabei auf jeden Fall, Fred. In wenigen Sekunden erreichen wir den Einsatzort. Aber wie reagierst du denn immer, wenn jemand mit so einer Geschwindigkeit beim Angeln bei dir vorbeifährt? Ich bin eben mit 24 km/h vorbeigefahren. Ich habe eben nur zum Schluss. Und je schneller ich fahre, umso weniger Bälle mache ich. Wohnst du halt einfach mal deine Fresse. Und außerdem bei 100 Meter weg. Hört, hört, hört. Ich bin guter Dinge. Und gleich ist nur Einsammeln angesagt. Ne? Haben wir eigentlich genügend Kescher mit für das, was gleich blüht? Ich höre. Wer ist grau und riecht nach Fisch? Fred Kotowski, wer ist grau und riecht nach Fisch? Fred Kotowski. Auch noch nicht der Größte, aber größer wie am Malchor. Ich bin Freibarschef vom Haken, weil auf Carsten kann man sich auch nicht verlassen. Der kann eh nur kleine und deswegen hier eine richtige Maschine heute. Carsten hat ja nur 5 Stück gefangen bisher. Ja, die 5 haben alles zusammen so viel Gewicht wie der eine. Alter. So, schauen wir mal, ob wir noch einen fangen. Danke. Sag es. Sag es. Sag es. Was bin ich? Eine Maschine. Leute, haben eben noch ein paar Meter gewechselt. Da kischt er rein. Petri! Der sieht schon besser aus. So, strippeln lassen. Raus. Haben jetzt auf der anderen Seite vom Krautfeld gewechselt gehabt, weil die andere Seite doch etwas ruhig war. Da ist er. Da ist er. Das ist halt der Unterschied, ne? Das seht ihr bei Carsten, kleine kann er ja, aber das ist halt, wenn es wirklich drauf ankommt und man abliefern muss, dann kommt halt das Professionelle durch und da bin ich halt eine Maschine. Und na gut, Carsten lernt das ja auch noch. Die Barsche sind da, aber wie gesagt, massiv der Luftdruck gestiegen, die sind inaktiv. Aber ab und zu kann man eben wegkrabbeln, aber war trotzdem ein schöner Tag. Vor allen Dingen heute Morgen so schön bei Regen angefangen.
jetzt ist es ruhig. Man muss die Tage immer so nehmen, wie sie kommen. Jetzt kommen auch wieder andere Tage, so wenn wir nicht drehen. Komischerweise läuft das dann immer. Und heute Morgen übrigens, der Erste, der gefressen hat, war Fred, das Grillfleisch von gestern. Das wollte ich nur mal kurz erwähnen. Weil ich ja ohne Klimo nicht losgefahren wäre und ich warten musste, weil Klimo ja immer einen weiten Weg hat, habe ich halt die Zeit effektiv genutzt. Und das ist halt der Unterschied. Wirklich die Zeit produktiv zu nutzen. Produktives Fressen. Wenn ich am Angeln bin, musst du hier nicht immer in der Nähe stören, ne? Fred. Oh. Ah, da ist er weg. Scheiße. Ist egal, Alter. Ja, cool. Klappt aber doch. Das ist es halt. Dann fängt er oder hat er schon mal ein Biss und dann kriegt er noch nicht mal raus. Und nee, du brauchst gar nicht immer auf diese Art und Weise kommen, Carsten. Lenk doch nicht immer von deinen Unfähigkeiten ab. Es geht auch darum, euch zu zeigen, was Angeln ist. Auf der Kacke hauen kann man immer. Kann man machen, immer groß, groß, groß und warten, warten, warten. Wir machen ehrliches, wie sagt man das so? Angeln. Angeln, aber im Eimer werfen muss ich trotzdem noch. Und auf jeden Fall angeln wir ehrlich, wollen euch zeigen, dass auch der Angeltag nicht nur drin besteht, Fische zu fangen, sondern auch aus schlechten Tagen das Beste zu machen. Besser heißt, wenn du mit Freunden unterwegs bist, ein bisschen Spaß haben, gegenseitig frotzeln. Ne, mal auf der Kacke hauen, gehört ja auch dazu. Und Carsten war auch dabei. Ja. Auf jeden Fall. Realität am Wasser gefällt mir persönlich so mehr. Am besten, definitiv. Angeln ist nicht nur jeden Tag dicke Fische fangen. Hab wieder verkackt, ne? Ja, hast gesehen, ne? Den Code Klimo gibt's einen Tag für umsonst. Alter, ich nehme zweimal. Mir gefallen Angeltage sowieso immer. Und wenn, sowas, wenn man Angeltage mit einem guten Freund verbringen kann, dann viel oder wenig Fisch, ganz egal. Guck, da ist er doch, sauber. Und schöner, guck mal. Jawohl. Und nicht so wie der Brudens, erstmal schon rein. Petri, Alter. Geil. Und immer Größe. Morgen sammle ich den Rest ein. Wir hatten ja noch 10 eingesetzt, ne? Auf jeden Fall, Leute. Ups. Da ist er noch. Und setzen wir erstmal schnell rein. Und auf jeden Fall, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Geh weg mit der Kamera. Aber einen Wurf mache ich noch. Einer geht noch. Der 10. letzte Wurf, kennst du das? Übrigens, ne? Auf der Kacke gehauen haben. Von so einem Arschel. Ich habe jetzt 4.